Hi, ich bin Exocon, willkommen auf meinem deutschen Hauptkanal Exocon Main und zurück zu Immortals of Evium, Teil 2. Jetzt geht's, nachdem wir im ersten Teil der Demo, ja, so die Basic, also mehr den langweiligen Teil, die Geschichte vorankam, losgetreten worden ist, kommen wir jetzt nun in den Kampfteil. Mehr oder weniger, wir sind ja jetzt ein richtiger Magus geworden. Und sollen den Gegner in den Allerwertesten treten. Es ist 5 Jahre nach dem ersten Teil der ersten Demo. Grand Magnus on deck! Attention! Thank you, Marshal. Anyone that stood up needs to stay that way. Their next wave is moving in, and we've got positions that need bodies. The Rasharnians capture this ley line. We can all lie back down. Permanently. You're with Barker, right? I need him to line up his strikers along the eastern wall. There's a red division on its way. Yes, sir. Round two. Rasharnians haven't had enough yet? We haven't given them enough yet. That still work? Important one does. Good. You're Holland Mead's oldest, aren't you? Yes, sir. You've got a fear in your eye you don't need today, son. Sorry, sir. Today's the day they turn tail. I know these things. I told your father the same thing at Sundown 10 when he was your age. Sure enough, it happened then, too. Bit easier to swallow when you're immortal, sir. That's just a silly name to make our enemies cry at night. But this is real. No Rasharnian spell gets through this today. Thank you, General. Surprised you're still here, sir. Isn't selection today? You know it is, Jack. And both of us know I'm ready. Guess it's too bad you're here then. Tell me why you want to be an immortal so badly. Serve Lucium. Don't. Okay. That'll just make me mad. Wir haben im ersten Teil unsere sozusagen Familie verloren. Was sehr stark an die Netflix-Anime-Serie erinnert hat. Arcanium? Arcanium? Halt die League of Legends-Serie. Das war schon sehr cool. Ein bisschen ja, sieht auch, das Spiel sieht auch echt cool aus mit der Unreal Engine 5. You've had 5 years to come up with an answer to that question. I'm tired of hearing what your friend Luna wanted. You need to think about what you want. Also für genauere wie, wo, was, das hat und so weiter und so fort, gern den ersten Teil, der auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Our only focus right now is holding this ley line tower. First thing that happens if Sandrak gets it, he points the ley lines straight at our rivers. And our rivers decide they're not real anymore. Und ein bisschen erinnert das Ganze an Orcs Must Die, also natürlich weit, weit hergeholt, aber so ein bisschen an Orcs Must Die. Ja, gleich kommen die Massen durch die Tore und wir müssen das verteidigen und ja, ich bin der Magier, sie ist die Magierin, mehr oder weniger. Aber ich bin echt gespannt. Irgendwann, so wie ich es schon im ersten Teil gesagt habe, werde ich das auf jeden Fall auf einem High-End auf unserer 4090 spielen. Mal durchspielen die ganze Kampagne. Es ist ein Top-Spiel. Ein kleines Team, für ein neues Studio. Like a net. Tipptopp. Never been this close, has he? No. Cool, dass EA da das grüne Licht gegeben hat. He'll magnify his magical capability by a staggering amount. How staggering? Like I said, some serious end of times shit. No rivers, no fish, no need to. Kraftlinien. Fight if we starve. Brauchen immer noch unsere Talente. And as Lucians,
We love fish like you wouldn't believe, Jack. War der einzige Punkt, der noch nicht freigeschaltet war. So much that no drinking water is more of a side concern, apparently. Watch it. Yes, sir. Oder so. That's one hell of a next wave. Sandrax overextending himself. Intelligence briefing say that, or are we just hoping that's the case? We're just hoping. Today's the day they turn tail, sir. Switch on and get to the forward bastion. Yes, sir. Jack, you help us win this. I'll know you're ready. Okay, na dann legen wir auch mal los, wenn die Dame das möchte. Oh, der Shadows of Mordor. Erinnert auch ein bisschen. Also das Spiel hat sich wirklich an sehr schönen Teilen, sehr schönen Spielen Beispiel genommen. Ein echt Top-Game. Also Rot ist echt eine schöne Shotgun, könnte man sagen. Macht das Spiel auch richtig Laune. Ist auch cool, dass die auch die gleiche Magie, also sie haben keine besondere extra Munition, sonst irgendwas, sondern die nutzen auch rot, blau, grün. Irgendwann wird es auch noch Gold geben, die legendäre Kraft. Gucken. Aber ich glaube nicht in der Demo. Aber wir werden sehen. Aber ich glaube nicht. Und ein bisschen was müssen sie ja auch noch für das Vollpreisspiel zurückhalten. Was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Haben wir einen Aufstiegspunkt.
schön gucken, ob es irgendwie... Sammle Arcanum, wenn du gegen Gegner besiegst und Aveum erkundest. Wenn dein Arcanum-Leiste voll ist, verdienst du Aufstiegspunkte, mit denen du neue Talente kaufst. Ah, jetzt sind wir da. Okay. So, jetzt haben wir einen neuen Talentbaum. Ay caramba, ist das ein Talentbaum. Auf den Baum auswählen, den du anzeigen willst. Halte bei verfügbaren Talent gedrückt, dass du freischalten und erwerben möchtest. Ja. Uiuiuiuiui. Blaue Siegel, Fokus, blaue Siegel, erhöht den Schaden aller Angriffszauber mit blauem Siegel um 10%. Kann ich das direkt auswählen? Nee. Erhöht als Zauber den Schaden bei kritischen Treffern. Okay. Was hätten wir denn bei Rot? Ja, okay, können wir nicht. Das ist schade. Wir haben erstmal blaue Tagebuch, Codex, Feinde. 21. Monat der Ehrfurcht. Nachtklingen, Folterknechte sind stark, haben eine harte Rüstung, sind allgemein schwer zu töten. Sie nähern sich sehr schnell, deshalb sind mein Schild und Nahkampfzauber effektive Waffen gegen sie. Ja, was will man mehr? Das Spiel bietet alles Mögliche, also Codex, Journal. Wenn jemand wirklich Interesse hat, die ganzen Bücher und Briefe und sonst irgendwas, was in der Welt ist, einzusammeln, dann kann er dies gerne tun. Wieso nicht? Und die Karotte, die einen antreibt. Aber auch das Waffensystem. Top. Einfach nur top. Wir gehen weiter. Okay, here we go. Wow, Drache, Drache. Oh shit. Also wenn das zu wenig Action ist. Okay, so war das nicht gemeint. Heula. Gefürchtete Heuler sind den Albtraum eines jeden Soldaten. Riesige fliegende Kriegsbestien. Oh, okay. Great. Where the hell am I? Und vor allem guckt euch mal den Übergang, was die meisten Spiele ja nicht mal hinkriegen. Jack, report in. I'm okay. I made the thing mad and it dropped me. I think it's heading back your way. I need you to do the same. Now. Rasharnians are this close to breaching the east battlement. On it, sir. Just let me get my bearings. You want to make selection today? You better find them fast. Also auch sowas wie hier die Kommunikationsbubble und sowas, das ist einfach cool. Und die Übergänge, wie flüssig die Übergänge sind. Also klar, die Engine und so weiter und so fort, aber ja. Wie kommen wir da rein? Nope. Nicht dieses Mal. Not this time. Warte, da drüben ist noch was. Also das Movement ist wirklich sehr, sehr flüssig. Grün von Lütchen. Gesperrt.
Tidivana! Wo ist denn der nächste? Nee. Irgendwas verpasst hier. Also die Wellen, diese... Ja, wie Verbindungen, das sind die Magiestränge, die durch die Welt sind. Aber das ist auch im ersten Teil alles erklärt. Nichts bleibt unerklärt. Das ist auch nämlich was Positives, sehr Positives. Lustige Kampfmagier. Mit noch lustigeren Kampfstäben. Weg mit dir. Was passiert hier? Okay, das ist die Tür aufgegangen, die wir benutzt haben. Mana-Kristall voll. Jetzt ist er voll. Geht auf. Aha. Wo ist der blaue? Gate closed. Needs power. Ich will aber noch nicht. Moment. Probieren das mal nochmal zurück. Frag mich, ob das nur in der Demo ist oder ob das auch so sein soll, dass alles gesperrt ist, also viele Teile. Gold. Da ist es. Ring der Asche. Okay. So, wartet, wie war das? Ring der Asche. Ausrüstung. Okay. Also sind auf jeden Fall auch sichtbare, also nicht nur so schickimicki, sondern wirklich sichtbare Veränderungen, die wir dann tragen. Das ist dann schon... Vergiss mal, das auf 1 ist ja immer... Ist ja immer... Nicht die Waffenauswahl, die ist auf E. Sondern die Brechenfähigkeit unten in der Leiste.
Irgendwie mussten sie ja die ganzen Zauber unterbringen. Ist ja nicht so wie bei Hogwarts Legacy, wo man nur eine Handvoll nutzen kann. Jetzt bin ich gespannt, was das ist. Was wird es uns geben? Druckwelle. Probieren wir gleich aus. Es geht doch hier weiter auf. Ah. Willst du mich nicht reinlassen? Na sowas. Na sowas. Okay. Ach so. So sieht's aus. Ja, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Das sieht aus wie ein Titan. Irgendwo muss die Manipulationsmöglichkeit sein. Da ist die Manipulationsmöglichkeit. Das hatten wir im Tutorial in der ersten Episode einmal gemacht. Da steht zwar Pfeil rauf runter, aber man kann auch mit WS machen. Sehr cool gemacht. Dann geht's wieder zurück. Okay. Gut zu wissen. Und was gibt's hier Tolles? Grüne Essenz. Okay. Nachladen. Nein! Oh, okay. Wartet. So. Was gab's hier Tolles? Da ist eine Kiste. Überall in der Welt gibt es irgendetwas Tolles. Auch wenn es nur Munition sozusagen ist, also Magiekraft. Shit. Sir, a Rishanian airship wearing Order of Masks colors just flew over my location. Going to check it out. Negative. I need you back here. We know it's headed in the same direction anyway. It's not bearing for the front at all, sir. They seem interested in some kind of temple way out here. An Order Magnus is beyond you, Jack. Debatable. Sir, it's the hand. You're sure? Okay then. Definitely sure. This just got very important, sir. Agreed. You're clear for recon only. Follow, but do not engage. Find out what the hand is looking for. Kirkin. Maybe engage a little. Nur ein bisschen spielen. Kommen!
that hole. Okay, das war natürlich ganz genauso vorhergesehen und geplant, dass ich hier runterkomme. Exakt so und nicht anders. Okay, der Dicke, der müsste eigentlich hinterher springen. Das wäre natürlich noch cool. Okay, gucken wir uns mal an, was das hier ist. Irgendein versunkener, zugewucherter Tempel. Wow. Sieht aus wie ein Skyrim-Dwemer-Ruin oder so. Oder Palia. Da oben ist rot. Rot. Blau. Aber das Waffenwechsel ist echt so over the top schnell. Das war letztens bei Out of Action. Da hat mir genau das kleine Mühe gefehlt, dass die Waffen noch einen Tick schneller wechseln. Aber das ist ja nur eine Demo gewesen, eine Demo von einer Preview. Technical Preview sozusagen. Das ist was völlig anderes, das kommt noch. Und vor allem ein Entwickler, ein Einzelner. Mich eigentlich heilen. Wow. Ich kann ja fliegen. Will ich auch. Aha. Haftzauber. Okay. Wir haben eigentlich normalerweise so Indiana Jones Lasso hier. Aber okay. Dann wo geht's weiter? Wartet, das Tor unten. Drück um Haftzauber auszuwählen und wirke diese mit Gegnern bewege ich Objekt verlangsamt, benutze Haltzauber, um die Tür zu verlangsamen.
Okay. You still with me, Jack? What happened to the hand? She rabbited with some kind of artifact. Aristaean by the look of it. I couldn't stop her. Understood. Get back to the front as fast as you can. We've got soldiers pinned down by that howler near the West Passage Gate. I'm on my way. Okay, also Drachen werden wir auf jeden Fall noch wahrscheinlich umhauen. Der uns in diese missliche Lage gebracht hat und es wird anscheinend schon auch Abend. Aber so langsam kommen wir wieder zurück. Bert. Golddukaten, bisschen grüne Essenz. Ja, da ist ja das Mistvieh. Hornschwanz! Nein, da war Heilkristall drücken. Heilung.
Heilung und hier ist auch noch Heilung. Heilkristall, maximale Gesundheit erhöht. Wow. They're retreating. You had something to do with that. Just doing my part, sir. You did well today. Thank you, sir. But the hand of Sandrak. Any idea what she might have taken from the temple? I'll look into it. You, though, you're going to be late. Get to the Palathon. Selection's starting soon. I mean, the Palathon's kind of a hike. Isn't there, like, a field promotion you could do? Nope. Come on, you and me, ushering in a new tradition? Battlefield selection. No more long lines. Dismissed. Because she believed in me. What's that? That's why I wanted it. Want it. So bad. I need to prove to myself Luna was right. Yeah. Das war Immortals of Aveum. Noch größere Abenteuer warten auf dich. Ein super cooles Spiel. Super cooles Spiel. Ich hatte so meine Befürchtung, weil es war am Anfang die Optimierung. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo es 2023 rauskam. Ende. Unreal 5. Wie gesagt, wie schon im ersten Teil gesagt, wenn man sich die Steam-Statistik anguckt. Die Leute, die das in voller Pracht spielen können, ist ein sehr, sehr geringer Anteil. Aber es war trotzdem ein super Erlebnis, ein super Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem wirklich, glaubst du wirklich, die Kampffähigkeiten, das Waffenhandling, auch wenn es, also wie eine Shotgun, wie eine MP und eine Sniper, ist echt top. Also keine Ahnung, ob man das so übertragen kann, aber es ist wirklich sehr, sehr gut und es macht wirklich Spaß. Es ist ein befriedigendes Erlebnis. Also Shadow of Mordor, yeah. Shadow of Mordor ist, hat genauso viel Spaß gemacht mit dem Kampf gegen die Orks und so weiter und so fort. Das war auch schon echt cool. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Muss ich wirklich zugeben. Echt top. Irgendwann werden wir das auf jeden Fall auf einem der Kanäle hier, vielleicht auf dem englischsprachigen, da der Hinweis, Exocon Raw, der Uncut-Kanal, wo die ganzen Spiele dann weitergespielt werden. Exocon Games, der englischsprachige, und Exocon Into Space, auch englischsprachig, aber mit besonderen Themengebieten. Somit hoffe ich, es hat euch, dieser zweite Teil hat euch gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Unterstützt auf jeden Fall bitte, bitte diese Entwickler. Wartet meinetwegen, bis das Spiel im Sale ist oder sonst irgendwie. Aber kauft es euch auf jeden Fall. Und das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie bezahlt bin oder jemand mir gesagt hat. Nein, es ist ein kleines Entwicklerstudio, ein neues Entwicklerstudio, was mit einem riesigen Projekt auftakt. Das ist ihr Baby. Das ist wie wirklich heutzutage sich Entwickler trauen und machen durften wie Hi-Fi Rush, High on Life, Anger Food. Da fällt mir die Arnold Schwarzenegger Werbung vom Super Bowl von 2024 ein. Nee, boah. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, das war Immortals of Aveum. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Exocron. Echt top. Echt cooles Spiel.